Anfahrt hat man schon große dichte Rauchwolken gesehen. Dann haben wir schon gewusst, okay, es handelt sich um was Größeres. Es wurde dann bei der Anfahrt schon Alarmstufe 2 ausgerufen. Beim Eintreffen haben wir dann gesehen, dass bei einer Winkelpresse hinten das Gut zum Brennen angefangen hat und sämtliche Spuren, was er gezogen hat, schon im Brand gestanden sind. Man hat dann bei weiterer Lagererkundung auch gesehen, dass der Wald hinten schon zum Brennen angefangen hat, also so 2-3 Meter rein. Und wir haben dann im Zuge dessen Alarmstufen 3 ausgerufen. Es waren dann schlussendlich 13 Feuerwehren da und wir haben dann somit haben wir verhindert, dass der Brand sich weiter ausbreiten hat können. Ja, es war im Vorhinein schon die Einsatzplanung, haben wir vor 2-3 Tagen schon festgestellt, dass wir sagen, okay, wir rufen rundherum die Landwirte an, lassen auf Vorsichtshalber die Güllefässer anfüllen mit Wasser, damit wann genau so ein Szenario passiert, damit wir schon was haben. Es hat heute super funktioniert und wir sind dankbar für die Unterstützung der Landwirte, weil die Wassermenge einfach sehr schnell da gewesen ist. Ab mit der Deckel aufstecken.